Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr so viele Punkte wie nur möglich in der FNCS holen könnt. Die beginnt ja bereits schon morgen um 19 Uhr, also auf jeden Fall nicht mehr viel Zeit bis dahin. Wenn ihr natürlich in Zukunft auch keine weiteren solche Videos mehr verpassen wollt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr hier ein Abo da lasst. Außerdem schaut gerne vom Twitch-Kanal vorbei und tragt auch gerne meinen Creator-Code TheAircraft im Itemshop ein. Ich werde das Video in unterschiedliche Bereiche unterteilen. Als erstes beginnen wir mit den Gameplay-Elementen, also etwas wie man Early-Game, Mid-Game, End-Game spielen sollte. Danach gehen wir dann weiter mit Sachen wie Mentality und als letztes gehen wir dann nochmal auf die Fights an sich ein, also wie man als Trio fighten sollte. Nicht alle Parts in diesem Video sind auch nur meine Tipps und Tricks, sondern natürlich von anderen YouTubern auch inspiriert und zusammengesammelt. Zum Beispiel die ersten Parts sind Midgame, Early Game und so weiter. Die sind zum Teil ein bisschen verlassen, ein paar Infos davon und am Ende dann auch gerade das zum Fighten und Mentality-Teile Teile davon sind dann auch von Resub, also schaut gerne bei den beiden vorbei. Link zu beiden Kanälen in der Videobeschreibung. In diesem Video werden wir aber wirklich auf jedes einzelne Thema eingehen, also auf alles, was die erwähnt haben, werde ich alles in diesem Video zusammenfassen und noch ein paar weitere Sachen dazu erzählen. Als erstes beginnen wir mal generell mit dem Format von der FNCS und das ist an sich erstmal relativ Placement-heavy. Also wir haben 25 Punkte für einen Win, davon relativ viele Punkte letztendlich so in der Top 5, also Top 5, 4, 3, 2 und natürlich der Win. Das bringt relativ viel, ungefähr 15 Punkte bekommt man da hinten dann und dann bekommt ihr nur einen einzigen Punkt pro einzelnen Kill und dadurch brauche ich mir im Prinzip 25 Kills, um genauso viele Punkte zu bekommen wie durch Placement. Trotzdem sind die Kills aber noch so viel wert, dass man trotzdem ein bisschen W-Keyen sollte. Man sollte am besten immer so eine Mischung aus W-Keyen und aus Placement-Heavy-Spielen machen. Also am besten einfach auf Placements in erster Linie spielen und wenn sich Optionen dafür bieten, im Early-Game, im Mid-Game bei den Rotations oder vor allen Dingen eben halt im Endgame, kann man dort auf jeden Fall drauf gehen. Gerade im Endgame, dadurch, dass die Runden so stacked sind, kann man locker eben nochmal 10, 15 Kills machen, wenn man da schön raufsprayt auf die Gegner, guten Loot hat, dann sollte locker möglich sein. Ich würde euch aber empfehlen, solange ihr immer nicht die besten Fighter seid oder auf jeden Fall sehr, sehr gute Fighter seid, würde ich euch immer nicht empfehlen, direkt im Early Game zu W-Keyen, zum Beispiel in Salty Towers oder ähnlichen Orten, sondern geht lieber auf etwas safere Spots. Damit kommen wir auch schon direkt zum nächsten Thema und zwar in Landing Spots, die man auswählen sollte. Dort gibt es auch wieder ganz, ganz viele unterschiedliche Landing Spots in der Season. Wir haben zum Beispiel keinen Stark Industries mehr, wo eben halt wirklich die Hälfte der Lobby mehr oder minder landet, sondern wir haben einen sehr, 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 sehr großen Split von den ganzen Jobs. Das heißt, dann in sehr, sehr vielen Orten, ein bis zwei Trios, in sehr, sehr vielen Orten ist man contestet, dafür gibt es keinen Spot, wo man immer direkt gegen 5 oder 10 Trios fightet. Die einzigen wirklichen W-Key-Spots sind Lazy Lake und Salt Towers. Ich würde persönlich Lazy Lake immer bevorzugen, dort landen nämlich meist so ein Trio weniger, dafür hat man deutlich schnelleren Loot, besseren Loot insgesamt, vor allem wenn man rauskommt, hat man einen besseren Loot und man kann generell etwas leichter fighten, ohne Third-Party zu werden, also ich würde von den beiden Spots auf jeden Fall Lazy Lake bevorzugen. Ansonsten aber wie gesagt, falls ihr in Salt Towers gut gepracticed habt, könnt ihr auch da landen. Falls ihr aber den wirklich komplett krassesten Loot der Lobby haben wollt, ihr aber auch damit klarkommt, wenn euch teilweise eben mal zwei, drei Trios contesten, manchmal landet dort auch nur ein Trio und manchmal auch gar kein Trio, dann wären solche Spots wie zum Beispiel Misty Meadows, Dirty Dogs, Catty Corner oder Craig Cliffs ein guter Spot. Das sind diese Spots, wo es nur darum geht, immer so viel Gold zu sammeln wie nur möglich, um Waffen abzugraden oder um sich zum Beispiel in Craggy die Klinger Sniper zu holen, damit man dort natürlich easy Storm Surge Damage machen kann. Ich hatte auch zu Catty Corner, Misty Meadows und Dirty Dogs schon ein Video hochgeladen. Werde ich euch mal oben in der Infokarte verlinken. Dort hatte ich euch die drei Spots ein bisschen erklärt. Und Craig Cliffs kam jetzt eben halt erst neulich dazu. Als nächstes gibt es dann aber auch noch Hydro 16, auch ein relativ underrateder Spot. Dort landet meistens nur ein einziges anderes Trio. Dafür ist dann nicht ganz so viel Loot, aber wenn ihr eben halt dort den Ruckus bekommt, habt den epischen Rocket Launcher und ich glaube eine goldene AK oder irgendwie auf jeden Fall ziemlich krassen Loot so und ihr könnt natürlich Waffen noch upgraden. Das heißt, ihr habt dort wirklich extrem Gott-Loot und danach könnt ihr immer easy auch solche Orte wie Slurpee pushen und da natürlich ordentlich W-Keyen. Trotzdem müsst ihr euch eben halt da, oder es ist relativ schwierig, immer das erste Trio dort zu killen, falls dort jemand halt ein anderes Trio mit landet. Ansonsten sind noch Split-Jobs immer noch relativ beliebt. Dort gibt es zum Beispiel am Wasser auf der linken Seite der Map die Pfannkuchenfestung mit netter Aussicht und da unten den Containern. Lockjam Woodworks, dort kann man eben halt viel Holz Farm. An den beiden Spots gibt es auch Upgrade-Stations, also man kann an den NPCs upgraden und ihr könnt natürlich im Wasser ordentlich angeln und dort natürlich auch gute Fische rausbekommen. Das ist dort auch sehr gute Spots, wird man meistens von einem anderen Trio teilweise oder ganz selten auch mal von zwei anderen Trios contested. Ansonsten auch noch der Kami Split Shop nördlich von Retail Row und dann noch die Weather Station südlich von Catty Corner, auch ganz gute Spots. Die beiden Spots aber etwas mehr contested als eben halt die Spots links
auf der Map. Und an den beiden Spots hat man eben auch nicht ganz so viele NPCs zum Upgraden und so weiter. Also da nicht ganz so guten Loot, aber auf jeden Fall auch insgesamt trotzdem noch sehr, sehr nice Loot. Als nächstes haben wir dann noch ein paar etwas underratedere Spots. Trotzdem ein bis zwei Trios kommen wie in jedem anderen Spot auch mit. Sweaty Sands ist tatsächlich wieder etwas contesteter, genauso wie Hunter's Haven. Und Steamy Stacks ist mittlerweile auch ziemlich contested, aber dort bekommt man in allen drei Orten auch wirklich sehr, sehr guten Loot und lohnt sich auch dort zu landen, aber halt ohne wirklich NPC-Spots. Also im Prinzip eher so die ganzen Casual-Spots mit trotzdem sehr, sehr nice Loot. Sucht euch da einfach irgendeinen Spot aus, der zu euch passt, wo ihr gut landen könnt, wo ihr gut fighten könnt, und dann werdet ihr dort auf jeden Fall schon ganz gut spielen können. Und dann geht es als nächstes natürlich mit dem Midgame weiter. Dort muss man sich am ehesten eigentlich auf die Rotations konzentrieren. Gerade wenn Storm Surge an ist, muss man natürlich versuchen, auf die Most Congested Zeit zu gehen. Das heißt, wenn zum Beispiel auf der linken unteren Seite der Circle ist, die nächste Zone ist, dann werden natürlich alle Leute über von Pleasant Park, von Steamy Stacks, von Retail Row, alle so in die rechte obere Ecke der Zone beim Zero Point rotieren. Und dort werden dann eben sehr, sehr viele Leute sein, wodurch ihr sehr, sehr easy Storm Surge Damage dort holen könnt. Und dann könnt ihr euch auf eine der Berge dort locker stellen, ein paar Storm Surge Tags mitnehmen und so seid ihr auf jeden Fall safe. Falls ihr beim Early Game schon sehr, sehr viel Storm Surge Damage gemacht habt, weil ihr zum Beispiel gefightet habt oder eben halt gar keine Storm Surge an ist und auch gar keine Storm Surge mehr in der Runde kommen kann, dann würde ich euch eher empfehlen, Center Zone zu rotieren, beziehungsweise ein bisschen Deadside Rotation zu machen, denn dann habt ihr eine deutlich leichte Rotation in der nächsten Zone. Wenn ihr nicht so weit auf der Congested Zeit seid, könnt ihr sehr, sehr leicht in Third Parties geraten, und gerade wenn ihr dort seid, solltet ihr eher auf Safe spielen, also eben halt wirklich Shots taken, die gut sind und eben halt nicht irgendwie dumm reinpushen, sondern wirklich nur auf diese Storm Surge zu gehen. Wenn ihr wirklich im Midgame fighten wollt, dann müsst ihr entweder ein übel krasser Fighter sein, dass ihr die Fights so schnell wie möglich beendet. Wenn ihr fightet, solltet ihr euch am besten immer einboxen, damit sehr, sehr leicht Third Party werden kann. Und ansonsten ist noch eine ganz gute Taktik, dass man auf die Deadside rotiert, also auf die Seite, wo die wenigsten Gegner rotieren, also im Prinzip genau das Gegenteil von der Most Congested Zeit, denn dort werdet ihr immer relativ wenige Third Party, könnt für die Fights etwas länger brauchen, und dadurch habt ihr dann auch bessere Chancen, auf jeden Fall die ganzen Kills zu bekommen. Insgesamt braucht ihr, wie gesagt, da gar nicht so sehr auf Kills zu gehen, weil ihr eben halt insbesondere im Midgame kaum Placement-Punkte sammelt und die ganzen Placement-Punkte erst im Endgame kommen, und deshalb solltet ihr im Endgame auch wirklich darauf sicher gehen, dass ihr so in die letzten fünf Spieler irgendwie kommt, damit ihr da wirklich die meisten Punkte mitsammelt. Dafür empfiehlt sich natürlich Highground zu spielen. Wenn ihr auf Highground dieser Season seid, kann euch da eigentlich keiner contesten. Es gibt keine Shockwave-Nades, keine anderen Griefing-Sachen, wie man von dort oben wirklich runtergegrieft werden kann. Das heißt, wenn ihr einmal Highground seid, seid ihr dort eigentlich auch ziemlich safe. Und um auf Highground zu kommen, sollte man entweder wirklich mit viel Confidence raufpushen, gute Mats dafür auch usen, um da oben raufzukommen. Wenn ihr erstmal oben seid, dann ist es, wie gesagt, sehr, sehr easy, dort auch zu bleiben. Und ansonsten empfiehlt sich auch so etwas wie in der vierten oder fünften Zone, also in der Half-In, Half-Out-Zone, euch auf Highground zu bauen. Gerade wenn ihr die Half-In, Half-Out-Zone bekommt und dort immer direkt drin seid, dann könnt ihr immer, wenn ihr vielleicht sogar auf dem Berg seid, dort direkt ein paar Stockwerke hochbauen, denn dann habt ihr immer instant Highground. Keiner kann euch da wirklich contesten, und dadurch könnt ihr dann eben die letzten Zones ganz easy rotieren und versuchen natürlich unfair Impact Frags zu gehen. Wenn ihr wirklich sehr, sehr viel auf Highground spielt, empfiehlt sich auch immer eine Harpune mitzunehmen. Dadurch könnt ihr natürlich Mats von Impact Frags unten wieder hochholen. Und ansonsten auch zum Thema Impact Frags, denken ja viele, dass man immer wirklich so lange warten sollte, bis man wirklich keine Mats mehr hat, bis man gar keine Heal mehr hat, bis man dann eben die Impact Frags holt. Aber man sollte eben halt lieber wirklich, wenn sich Optionen zu Impact Frags bieten, die auch wirklich annehmen. Das heißt, wenn jemand aus der Zone rausrotiert, sollte man da am besten versuchen, den Kill zu bekommen, und sollte nicht warten bis zum letzten Moment. Aber man sollte eben halt auch nicht instant direkt auf jeden Impact Frag raufpushen und dort eben halt versuchen, einen Kill zu bekommen, weil ihr nämlich am besten immer noch seid, wenn ihr als Trio am Ende seid. Als Trio ohne Mats, ohne Heal, seid ihr nämlich am Ende wirklich deutlich besser, als wenn ihr eben viele Mats, viele Heals habt und dann eben nur noch alleine oder zu zweit seid. Deshalb geht auf jeden Fall, falls sich Optionen bieten, auf die rauf. Wenn keine Optionen da sein sollten, dann wartet einfach, bis sich irgendwo Optionen bilden. Und ansonsten könnt ihr auch einfach wirklich unten auf die Gegner rauf sprayen mit eurer AR, am besten so viel AM, und natürlich sammeln wie nur möglich. Und dann könnt ihr mich dort auch easy eigentlich einen Impact Frag holen, ohne wirklich in direkten Fight reinzugehen. Das waren alles erstmal so Tipps, die man in der ersten Runde wirklich gut benutzen kann. Aber die FNCS besteht ja nicht nur aus einer Runde, sondern allein die Qualifikationsphase besteht aus 4 Runden. In der zweiten und dritten Runde muss man dann nochmal deutlich eher darauf achten, dass man wirklich nur
auf Endgame spielt, so viele Placement-Punkte rausholt wie nur möglich, möglichst wenig W-Key, da natürlich die ganzen Gegner wirklich gut sind. Und in 1500 Spielern werdet ihr locker in der Lobby den einen oder anderen Tier 1 Pro haben. Auch wenn vielleicht ihr dann auf einen schlechten Gegner trefft, kann es immer noch sein, dass euch dann ein guter Spieler wie zum Beispiel ein Vadial einfach third-partyt. Und wenn ihr immer dadurch eine Runde wastet, wäre das ziemlich unnötig, vor allem weil ihr dann unter die Top 250 kommen müsst, um weiterzukommen. Und dafür solltet ihr immer versuchen, wirklich Endgame zu spielen, im Endgame schön viele Kills rauszuholen. Und wenn ihr konsistent wirklich in dieses Endgame reinkommt, dann seid ihr dort auch wirklich big chillen und könnt euch dann auch eigentlich, oder ist auf jeden Fall die leichteste Möglichkeit, um sich zu qualifizieren. Außerdem müsst ihr natürlich noch mehr auf Storm Search achten, und auch hier ist wieder eine Ausnahme, wenn ihr ein guter Fighter seid. Es gibt ja manche, die wirklich komplett krass fighten können, dann könnt ihr immer trotzdem natürlich auch ganz einfach auf W-Keen gehen. Das geht natürlich zum Beispiel ein aggressives Trio wie Vadial, nur Rayleigh und Reason A, das Trio. Das kann auch in so einer Lobby locker immer pushen, weil die immer wirklich gut im W-Keen sind. Aber die meisten werden immer nicht so gut sein und deshalb geht er etwas safe. Und in der vierten Runde ändert, also in den Finals von der Qualifikationsphase, ändert sich dann ja auch nochmal das Punktesystem. Das heißt, dort müsst ihr auch wieder ein bisschen drauf achten. Dort gibt es ein bisschen mehr Killpunkte. Das heißt, gerade im Endgame sollte man da ein bisschen eher versuchen, auf Kills raufzugehen. Und dort sind dann wirklich nur noch die Top-Tier-Spieler drin. Das heißt, es wird generell sehr, sehr schwierig, sich dort zu qualifizieren. Da man in dieser vierten Runde in jeder der drei Wochen dann auch am Ende wirklich nur 10 Plätze hat, die sich immer qualifizieren, müsst ihr jetzt auch nicht immer denken, wenn ihr euch in der ersten Runde nicht qualifiziert habt, dass ihr eben halt komplett schlecht gespielt habt oder so, sondern ihr solltet eben halt eure Ziele, die ihr euch für eine Woche setzt, am besten an euer Skill-Level anpassen. Das heißt, falls ihr in den ganzen Cups vorher immer so Top 7000, Top 4000 oder so holt, in den ganzen Cash-Cups, die vorher waren, dann setzt euch als Ziel, irgendwie Top 3000 oder so zu kommen und dann versucht es einfach zu erreichen, zu übertreffen natürlich am besten, und versucht euch einfach daran zu arbeiten und setzt euch nicht direkt als Ziel, euch für die zweite Runde oder gar dritte Runde irgendwie zu qualifizieren. Versucht euch einfach wirklich schaffbare Ziele zu setzen, die wirklich möglich sind. Vielleicht auch solche Ziele wie selten im Early Game sterben oder generell Fights einfach gewinnen, im Endgame gut spielen, denn das könnt ihr wirklich locker erreichen und dadurch fixiert ihr euch mehr auf diese Dinge, die ihr dann eben halt wirklich practicen wollt, und das hilft euch am Ende mehr, als wenn ihr euch als Ziel setzt, euch zu qualifizieren und dann am Ende immer mehr Zeit, wenn ihr euch nicht qualifiziert habt. Damit sind wir auch schon direkt in den Punkten zur Mentality drin, und darunter gibt es dann natürlich auch einmal die Aufteilung, wie man die ganzen Runden, die 10 Runden, die man in so einem Tournament hat, aufteilen sollte. Und da sollte man als erstes einmal darauf gehen, dass man wirklich konsistent spielt. Dafür sollte man sich am besten vorher, bevor man in den Cup reinstartet, direkt einen Plan machen, wie man die Runden spielt, wie man Rotations macht, wie man fightet und so weiter. Wirklich einen kompletten Plan über das ganze Tournament macht, über alle 10 Runden macht und dann eben mal da wirklich aufteilt, in welchen Runden würde man zum Beispiel etwas eher auf W-Keen gehen, in welchen Runden würde man eher auf Endgame gehen. Dabei sollte man natürlich darauf achten, dass man dann auch nicht vom Plan abweicht, damit man natürlich dann auch diese Consistency, die man sich durch diesen Plan natürlich im Prinzip erstellt hat, dass man die dann auch wirklich beibehält. Und wenn man das macht, dann hat man im Prinzip gar nicht solche dummen W-Key-Runden und hat generell einfach wirklich mehr Consistency über seine Runden. Ansonsten würde ich euch auch keinen Late-Start empfehlen, da ihr dann einfach wirklich Zeit wastet, und es geht ja eher in dem Cup darum, viel ins Endgame zu kommen. Man sollte im Prinzip kaum W-Key-Runden haben. Wie gesagt, es lohnt sich einfach nicht, auf eine W-Key-Runde zu gehen, und deshalb, wenn ihr einen Late-Start macht, dann fehlt euch am Ende eben mal die Zeit, um noch eine weitere Runde auszuspielen, und dann werdet ihr am Ende wieder nur ein dummes W-Key-Game machen, wenn ihr da eben halt wieder von eurem Plan abweicht, und das wäre dann einfach am Ende nur wieder Wasted Points. Deshalb startet am besten rechtzeitig, man bekommt auch kaum mehr einen spielerischen und Skill-Level-Vorteil, wenn man immer late startet, deshalb bringt es wirklich einfach nichts mehr in dieser Season. Ansonsten gibt es auch ein paar Dinge, die man natürlich vor dem Cup schon direkt beachten sollte. Unter anderem sollte man nämlich 1 bis 2 Stunden am besten vor dem Cup, wenn es einem möglich ist, essen. Dadurch hat man nämlich im Cup natürlich nicht das Problem, dass man selbst essen gehen muss, dadurch natürlich Zeit wasted, und man ist eben halt direkt so nach dem Essen die ersten 20 Minuten auch noch nicht so perfect warmed, und dann eben halt auch, wenn das Essen zu lange weg wäre, also so 3-4 Stunden vorher weg wäre, dann hätte man eben halt auch extrem Hunger dann irgendwann im Cup, und dadurch kann man eben halt auch nicht konzentriert spielen, weil sich der Kopf eben nur noch darauf konzentriert, dass man Hunger hat, und das wäre natürlich jetzt nicht das Ziel, was man in einem Competitive Match haben will. Genauso sollte man an einem Tag auch gut geschlafen haben, damit man eben halt wirklich komplett konzentriert aufs Game sein kann. Wenn ihr nicht gut ausgeschlafen habt oder generell nicht gut geschlafen habt, dann werdet ihr kaum konzentriert sein, ihr werdet sehr, sehr unconsistent spielen, eure Mechanics werden nicht so da sein, wie sie eigentlich sein sollen, und das sind meistens die Tage, die man so auch als Bad Day kennt, wo man eben halt wirklich nicht gut ist und so denkt, heute läuft es einfach überhaupt nicht. Und wenn ihr immer gut geschlafen habt, wie gesagt, davor gegessen habt, dann seid ihr da auf jeden Fall safer, dass ihr immer nicht so einen Tag an genau dem FCS-Tag habt. Außerdem sollte
ihr euch am besten auch eine bis anderthalb Stunden vor dem Cup in Creative aufwärmen und auch gar nicht davor schon 3-4 Stunden gespielt haben. Das bringt euch nämlich am Ende nichts, ihr seid nur unkonzentriert, wenn ihr schon so lange gespielt habt. Am besten, falls ihr davor gespielt haben solltet, macht dann nochmal eine Stunde Pause und wärmt euch dann nochmal für so eine Stunde in Creative auf, geht nochmal euren Plan durch, den ihr natürlich davor am besten schon gemacht habt, damit ihr da wirklich komplett fokussiert im Cup sein könnt. Wie gesagt, die FNCS besteht natürlich auch nicht nur aus einer Woche und aus einer Runde, das heißt, nach dem Cup solltet ihr auch ein paar Dinge machen, unter anderem solltet ihr einmal eure Fehler analysieren, ihr solltet natürlich für die nächste Woche, beziehungsweise falls ihr euch qualifiziert habt, auch für die nächste Runde direkt einen Plan machen, wie ihr das spielen wollt und ihr solltet natürlich dann die Fehler, die ihr herausgefunden habt, die Defizite auch am Ende practicen, damit ihr das natürlich in der nächsten Woche besser machen könnt und das alles dürft ihr auch noch nicht während des Cups machen, also ihr dürftet dann nicht während des Cups schon direkt euch heraussuchen, was waren jetzt eure Fehler, was habt ihr falsch gemacht, dann bekommt ihr nur eine Bad Mentality, wenn ihr das nach dem Cup macht oder vielleicht sogar am nächsten Tag erst macht, dann könnt ihr euch da eben halt wirklich wieder mit einem frischen Mind raufgehen und das Ganze etwas mit Distanz betrachten und werdet da deutlich mehr Fehler rausfinden, ohne am Ende mehr zu werden. So habt ihr nämlich auch in der nächsten Woche wieder deutlich bessere Chancen, dort mehr Punkte rauszuholen und am Ende euer Placement, was ihr in der Woche geholt habt, dann eben halt in der nächsten Woche nochmal zu verbessern und euch dann natürlich im besten Fall zu qualifizieren oder so. Falls ihr nämlich schon vielleicht in der ersten Woche so 1800er war, dann fehlt ja nicht mehr viel und dann denkt euch jetzt nicht, dass ihr eben halt komplett Shit gespielt habt oder es war einfach Unluck, wie ihr gespielt habt, sondern versucht einfach rauszufinden, was ihr noch wirklich genau anders hättet machen können, damit ihr euch dann eben halt in der nächsten Woche da auch qualifizieren könnt. Dann gehen wir als letztes, wie gesagt, nochmal auf die Fights ein und dort sollte man auch die ein oder andere Sache beachten und zwar sollte man sein Trio so ein bisschen aufteilen, also gar nicht diese klassische Rollenverteilung wie IGL, Fragger und so weiter, das ist so ein bisschen wirklich outdated, gerade Supporter ist im Prinzip wirklich unnötig. Es ist zwar gut, jemanden zu haben, der ein IGL ist und den sollte man am besten auch an anderen Kriterien aussuchen, als man sonst macht. Aus dem Trio solltet ihr euch dann am besten den besten Fighter heraussuchen. Dort ist auch egal, ob ihr euer Trio aus dem Solo und einem Duo zusammengesucht habt oder ob ihr alle drei Solos seid. Sucht euch wirklich unvoreingenommen den besten Fighter raus und das ist dann in der Regel auch der, der am meisten natürlich Ingame-Erfahrung hat und am besten IGLen kann, weil er natürlich gerade in Fights weiß, wie man das Ganze spielen muss, was sehr, sehr häufig wirklich praktisch ist. In manchen Fällen kann es aber gerade im Endgame sein, dass der dann nicht so gut ist und dort kann man dann zum Beispiel auch einen zweiten IGL fürs Endgame nehmen oder man nimmt natürlich generell einen anderen IGL, falls natürlich eine Rotations und so weiter ganz gut kann. Aber dieser eine, der auf jeden Fall der beste Fighter ist, ist immer derjenige, der so etwas weiter vom Trio entfernt sein kann, weil er natürlich die beste Möglichkeit dazu hat, Gegner zu killen, auch alleine zu killen und eben auch von Gegnern zu escapen. Die anderen beiden haben meistens dann nämlich oder haben definitiv mehr Schwierigkeiten, 1v1s zu machen oder eben halt auch 1v2s zu machen und dann natürlich auch von den Gegnern escapen zu können. Deshalb kann dieser eine dann auch eher so ein bisschen darauf Ausschau halten, was so in der Umgebung passiert, kann ein bisschen weglaufen, kann auch mal zu einem anderen Job gehen und wenn, falls ihr einen Split-Job habt, wäre es auch eher derjenige, der am weitesten dann eben halt weglandet. Also meistens hat man es ja in so einem Split-Job so, dass zwei relativ nah beieinander sind, einer etwas weiter weg ist und dann kann immer der etwas weiter weg ist, dann am besten auch der beste Fighter sein, weil natürlich das Duo, was dann relativ nah beieinander ist, dann auch immer die zwei 2v1s machen kann und dadurch natürlich auch easy die Fights machen kann. Das Duo hingegen sollte eben halt wirklich die ganze Zeit dann immer zusammen stayen, also wirklich in sehr, sehr geringer Distanz immer voneinander sein, zusammen auf Boxen rauf pushen, zusammen in Boxen reingehen, dass sie im Prinzip wirklich wie eine Person sind, zusammen fighten, der eine folgt immer dem anderen. Das Problem im Trio ist nämlich, dass man eigentlich nie wirklich beiden anderen Leuten aus dem Trio folgen kann. Da gleichzeitig drauf zu achten, ist ziemlich schwierig, gerade im Fighter den Überblick zu behalten, ist schwierig und deshalb, wenn man sich nur auf den einen konzentriert, dass man immer bei dem ist, dann ist eigentlich relativ chillig und der beste Fighter kann das immer auch relativ gut immer noch alleine machen. Trotzdem sollte er natürlich auch versuchen, in den Fights dann am Ende auch immer bei seinen Mates zu sein. Aber wie gesagt, wenn zum Beispiel das Duo sich einen einzelnen rausgepickt hat, sollte der beste Fighter am besten eher versuchen, so die anderen beiden ein bisschen wegzuhalten, dass man da auf jeden Fall schnell den einen bekommt und danach immer den 3 vs 2 hat. Und generell sollte man in den Fights mal versuchen, so schnell wie möglich einen aus dem gegnerischen Trio auszuschalten. Damit waren es dann auf jeden Fall die ganzen Tipps und Tricks für dieses Video. Ich hoffe, ich konnte euch auf jeden Fall mit diesem Video ein bisschen weiterhelfen. Schreibt mir wie immer gerne Feedback in die Kommentare und dann hoffe ich, sehen wir uns nachher im Stream oder morgen im Video wieder. Bis dahin, ciao.